Theoretiker, One Piece-Theorien und mehr. Jo, Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zum allerersten richtigen One Piece Video dieses Jahr. Und ich dachte, was kann ich dieses Jahr eigentlich als erstes Video machen? Ich dachte erst was Besonderes, so irgendwas Special-mäßiges, so. Aber dann, Leute, ist mir einfach eingefallen, komm, ich beantworte einfach eure Fragen mal wieder. Und zwar habe ich mir richtig geile rausgepickt. Das nächste Video auf dem Kanal wird aber fitnesstechnisch was Kleines sein. Auch wenn es nichts mit One Piece zu tun hat, kommt einfach nur als extra Video was Kleines, weil da habe ich auch eine kleine Ankündigung zu machen, Leute. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Frage. Und die ist von Samuel. Und der hat gefragt, wird Zorro eventuell auf Wano Kuni ein Power abkriegen oder eventuell sogar eine Teufelsfrucht, hat der Gute mich gefragt auf Instagram. Und da muss ich erstmal sagen, ich habe das schon öfter bekommen, diese Fragen immer, welcher Strud wird eine Teufelsfrucht kriegen, und viele sagen, ja, Zorro kriegt auch noch eine, weil der hat noch keine, der ist noch frei und so. Aber Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das schon öfter hier auf dem Kanal behandelt und ich muss sagen, das ist Quatsch. Zorro wird niemals eine Teufelsfrucht kriegen. Also er wird eventuell eine kriegen, aber er wird sie nicht selber essen. Er wird höchstens ein Schwert kriegen, was mit einer Teufelsfrucht ausgestattet ist. Sowas in der Art kann ich mir höchstens vorstellen für Zorro, aber nicht mal das, glaube ich. Ich glaube, selbst das ist unwahrscheinlich. Ich denke eher, dass Zorro sich steigert in Bezug auf seine Schwerttechniken, also dass er irgendwelche Elementartechniken lernt, die auf Wano Kuni höchstwahrscheinlich vertreten sind, oder er einfach allgemein ein neues Schwert kriegt, was einfach krasser ist. Weil unter den Schwertern gibt es ja auch nochmal riesen Unterschiede und wir haben ja gesehen, dass zum Beispiel er den Schatz, den Nationalschatz von Wano Kuni bei sich trägt, den er von Ryuma bekommen hat, den muss er höchstwahrscheinlich abgeben, weil wir haben schon gesehen, dass Kinemon einfach schon so auf ihn losgegangen ist, weil er das Schwert gesehen hat. Und dann will ich nicht wissen, wenn Zoro da ankommt, bei den ganzen Samurais, bei den ganzen Ninjas, dass die drehen alle komplett am Rad, wenn die sehen, er hat den Nationalschatz von Wano Kuni. Und dazu sieht er noch aus wie Ryuma und vielleicht denken die sogar, Ryuma ist wieder da. Aber ich denke, sie werden alle auf ihn losgehen erstmal und wollen den Nationalschatz wieder kriegen und sagen, was für ein Dieb er ist erstmal natürlich. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er sich einfach als würdig erweist, dass er das Schwert am Ende behalten kann, dass er sozusagen das Land zurückerobert, mithilft und vielleicht sogar den Shogun oder sogar Kaido niederstreckt, dass er einen Krieg von den beiden und dass er dann das Schwert sogar behalten darf, weil er hat jetzt schon eine kleine Geschichte mit dem Schwert und ich kann mir sogar vorstellen, dass das Schwert auch noch eine weitere Bedeutung hat, beziehungsweise sogar eine weitere Kraft hat, weil es ist das der Nationalschatz von Wano Kuni, Leute. Das Schwert ist wahrscheinlich das älteste, legendärste, schärfste, stärkste Schwert aus Wano Kuni. Warum sollte es sonst so heilig sein? Und wofür ist es denn so legendär? Wano Kuni ist das Schwertkämpferland eigentlich, Leute. Also es gibt kein Land, was noch mehr Schwertkampf in sich trägt als Wano Kuni und da ist die Sache, wenn das Schwert das stärkste Schwert ist aus dem Schwertkämpferland, Leute, dann muss das einfach richtig krass sein. Wir haben noch gar nicht richtig gesehen, was es jetzt kann. Ob es auch vielleicht verflucht ist, sowas könnte ich mir auch vorstellen. Oder gesegnet eventuell, so ein Gegenteil von Verfluchung. Oder eventuell ist das auch aus dem Kozuki-Clan, ein ganz altes Schwert. Oder ist Zorro vielleicht auch ein Kozuki? Man weiß es ja nicht, Leute. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Schwert noch mehrere Geheimnisse mit sich bringt, als wie wir bis jetzt wissen. Weil wir wissen ja eigentlich noch gar nichts über das Schwert. Aber an sich, dass Zorro eine Teufelsfrucht ist, von sich aus, würde ich sagen, nein. Also er ist kein Kandidat, meiner Meinung nach, seine Teufelsfrucht. Mir fällt auch gar nicht ein, was für eine Teufelsfrucht er essen sollte. Also wenn es eine gibt, was für eine Kraft könnt ihr euch denn vorstellen für ihn? Also mir fällt da wirklich gar nichts ein. Höchstens die von Mr. One, aber das wäre auch irgendwie schwachsinnig, weil er ja drei Schwerter-Stil hat und einfach schon so kämpft. Warum sollte er dann noch selber zu der Klinge werden und so? Das macht alles gar keinen Sinn. Was natürlich cool wäre, wenn er wie Fujitora, wir wissen bei Fujitora natürlich auch nicht 100% bestätigt, dass sein Schwert eine Teufelsfrucht hat, aber es ist halt naheliegend, weil er immer das Schwert zog und dann kommen auf einmal die Meteoriten runter und dass er eventuell so eine Kraft kriegt in der Art. Eine starke Paramecia oder vielleicht sogar eine Zoan, wenn auf Wano Kuni das nicht überall die Zoan nutzt oder sowas. Vielleicht sind da viele Zoan-Früchte irgendwie vorhanden oder sonstiges. Vielleicht kann das irgendwie so zustande kommen, dass dort auch Zoan-Waffen sind. Vielleicht hat Kaido auch schon Zoan-Waffen hergestellt oder so. Man weiß es nicht, Leute. Aber wenn, kann ich mir jetzt vorstellen, dass Zorro, wenn, eine Teufelsfruchtwaffe hat. Aber das kann halt, wie gesagt, auch irgendwie nur Vegapunk von dem, was wir wissen. So, Vegapunk kann irgendwie Teufelsfrüchte in Waffen machen. Ansonsten kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Also, es geht wahrscheinlich nur mit irgendeiner Maschine oder mit irgendeiner Technik, die jetzt auch wahrscheinlich keiner weiß von den Strohhüten oder in deren näheren Umgebung. Ich glaube, das kann nur Vegapunk. Aber irgendein Power-Up, irgendwas, wird auf jeden Fall auf Wano Kuni kommen für Zorro. Und so viel zur ersten Frage. Die nächste Frage ist von Burak Boss 007, der hat gefragt, gibt es auch schon Holzfrucht oder wird es bald kommen, wie der erste Hokage von Naruto? Ja, ich hatte es letztens schon im Livestream besprochen und zwar kann ich mir vorstellen, dass Green Bull so eine Frucht hat, beziehungsweise so eine Kraft. Und da müsste man erstmal ein bisschen das auseinandernehmen. Könnte das eventuell eine Logia-Frucht sein, weil ich glaube, Green Bull wird eine Logia-Frucht haben, obwohl er halt Bull im Namen trägt. Viele sagen, er wird eine Zoan-Kraft haben, wird die Bulle. Das wäre natürlich zu offensichtlich. Dann hätte ja Roter Hund, Akainu hätte denn ja auch eine Hundes-Zoan-Frucht. Das macht ja keinen Sinn. Die Admirale hatten immer eine Logia-Frucht und ich denke, dass Green Bull auch eine Logia-Frucht haben wird. Und er heißt halt Green Bull und bis jetzt hießen die ganzen Admirale auch blauer Fasan, gelber Affe und halt roter Hund. Das waren halt auch immer die Farben, die auch zu deren Früchte passen letztendlich. Und sie hatten alle dazu Logia-Früchte. Deswegen denke ich, dieses Schema wird wieder eingehalten. Da ist natürlich die Ausnahme, ist natürlich Fujitora. Der hat natürlich eine Paramecia-Frucht, beziehungsweise vielleicht sogar sein Schwert. Und eine Farbe könnte man zu seiner Frucht sowieso irgendwie nicht einordnen. Deswegen springt er wieder ein bisschen aus dem Raster und könnte sowieso das Ganze hinfällig machen, dass eventuell Green Bull wirklich eine Zoan-Frucht hat oder eine andere Frucht. Paramecia vielleicht sogar, das wäre ja krass. Aber ich denke, dass Green Bull irgendwas Pflanzen, Baum, Holzmäßiges haben wird. Oder im Zweifelsfall sogar eine Windfrucht, wo er irgendwie Wind erschafft.
schöpfen kann. Da sagen vielleicht welche jetzt wieder, nein, Dragon würde es haben, aber ich glaube, Dragon hat eine andere Kraft. Vielleicht hat er sogar gar keine Teufelsfrucht. Er hat, glaube ich, wenn hat er die Wetterfrucht, diese alte Theorie, denke ich schon, dass das stimmt. So, also wenn er eine Frucht hat, dann denke ich Wetterfrucht. Aber wir haben auch gesehen, er hat zum Beispiel so einen Windtunnel gemacht letztendlich, oder es war vielleicht die Vankov mit dem Deathwing, also dieser Windtunnel damals, wo alles in Flammen stand. Könnte natürlich auch der Deathwing sein. Aber wir haben auch gesehen, im Anime zum Beispiel, das natürlich nicht kennen, aber dennoch kann man das, glaube ich, ein bisschen so mit einberechnen. Ist er einfach so, als er Sabo gerettet hat letztendlich, haben wir ja nochmal gesehen letztendlich im Flashback, ist er geflogen. Also er selber ist einfach geflogen. Also vielleicht, okay, kann er einfach wie Sanji oder mit dem Airwalk ganz normal oben in der Luft bleiben, aber ich denke, das hat irgendwas anderes auf sich, weil er ist auch so gelandet und da kam so komischer Wind. Also eventuell hat auch wirklich Dragon die Windkraft, also das kann man schwer sagen, aber ich denke eher, dass er sowas Wettermäßiges hat und dass er dann trotzdem auch mit dem Wetter sich natürlich tragen kann. Weil dieser Blitz, der halt Ruffy gerettet hat, der würde halt nicht, wenn er eine Windfrucht hätte, würde es halt nicht erklären, wie dieser Blitz zustande kommt. Da denke ich schon, dass er irgendwas Wettermäßiges hat oder halt Uranus, was ja höchstwahrscheinlich die antike Waffe ist, die oberhalb der Meeresoberfläche irgendwas für Wind und Wetter zuständig ist, weil wie gesagt, Poseidon ist ja unterhalb, Pluton ist ja auf dem Meer und dann natürlich irgendwas für oberhalb noch, irgendwas Luftmäßiges. Wäre halt noch eine Option, dass Uranus einfach diese Kraft ist, die er eingesetzt hat und dass er einfach Uranus hat und gar keine Teufelsfrucht hat. Deswegen könnte ich mir auch die Windfrucht, weil Wind halt auch oft grün dargestellt wird in der Mythologie und allgemein in japanischen Werken, wenn man sich das mal reinzieht, wird Wind auch oft grün dargestellt. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass Green Bull auch vielleicht die Windfrucht hat. Aber ich denke, wie gesagt, am wahrscheinlichsten ist halt irgendwas Pflanzen, Baum oder Holzartiges. Die nächste Frage ist von Valentin Nutella, der hat gefragt, bekommt Robin Rüstungshaki, womit sie auch ihre Körperteile ummanteln kann, die sie erzeugt? Wäre auf jeden Fall chillig. Ja, das kann ich nur so unterschreiben, das wäre richtig cool, also wenn sie es könnte, weil es wäre einfach extrem nützlich. Sie könnte dann, weil später kann sie einfach mit dieser Frucht, sie kann halt nur noch kleine nützliche Überraschungsangriffe machen, aber großartig gegen den Gegner ankämpfen ist dann nicht mehr, wenn der Haki beherrscht, weil, wie gesagt, sie kann dann ja nicht kein Haki anwenden und in der neuen Welt ist Haki einfach Pflicht. Wir haben gesehen, dass selbst die Marinesoldaten das schon beherrschen und also Marine, ganz normale Marine-Heinis so das schon beherrschen und da ist das, glaube ich, vonnöten. Die Frage ist, kann sie das wirklich anwenden? Es ist zwar immer noch sozusagen ihr Körperteil, aber auf diese Entfernung das noch zu ummanteln, das wäre natürlich richtig krass und dann auch natürlich ist noch die Sache, kann sie das überhaupt? Wir haben noch gar nichts von ihr gesehen mit Haki. Ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen und es wäre auf jeden Fall cool. Eine weitere richtig interessante Frage von A.C.B-Boy hat gefragt, was macht denn diesen Strohhut eigentlich so besonders? Kann es vielleicht sein, dass er eine Kraft oder eine Fähigkeit hat und sich irgendwie noch nicht, dass es irgendwie noch nicht gezeigt hat? Und der Strohhut wirklich, das ist noch ein Geheimnis. Wir wissen gar nichts über den richtig. Wir wissen nur, Roger hatte den damals und er hat ihn anscheinend irgendwie Shanks gegeben. Kann aber auch sein, dass es gar nicht der Fall war, obwohl doch müsste eigentlich nochmal so sein. Weil Shanks hatte ihn noch, als er Crewmitglied war bei Roger und Roger muss anscheinend in Shanks schon irgendwas gesehen haben, damit er seinen Strohhut ihnen irgendwie schenkt. Also das ist natürlich krass. Viele sagen, nein, er hat ihn erst nach dem Tod bekommen, aber nein, Leute, das ist ein Irrtum. Er hatte ihn schon, als er noch ein Crewmitglied von Roger war und noch als Piratenjunge da mit Buggy war und da hatte er ihn schon auf. Und ich finde es einfach richtig geil und auch so ein bisschen immer so magisch, so mystisch, wenn die Leute Ruffy erkennen und einfach Roger daran sehen, wie er damals mit dem Strohhut rumgelaufen ist, dass er sich anscheinend noch genauso verhalten hat, also Roger, wie Ruffy jetzt. Also das ist alleine krass. Wir haben ja nur diesen kleinen, also im Anime und im Manga haben wir nur diesen kleinen Mini-Flashback gesehen, wie Rayleigh und Roger sich getroffen haben damals. Das war einfach sowas von episch. Ich guck's mir immer noch tausendmal an und ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wie Rayleigh dort in der Hängematte liegt und einfach Roger kommt mit dem Strohhut. Man sieht seine Augen nicht, die sind so ein bisschen ausgeschwärzt, aber man sieht sein Lächeln. Er hat wirklich immer gelächelt und er hatte so ein schwarzes, freshes Hemd an und hat ihn gefragt, komm, lass uns die Welt auf den Kopf stellen. Und alleine diese Aussage ist einfach legendär und ich weiß nicht, woher er den Strohhut hat. Also er hatte ihn anscheinend ja schon irgendwie, bevor er überhaupt Pirat geworden ist. Und da ist die Sache, das ist wirklich aus Rogers Vergangenheit, aus seiner Kindheit irgendwas, vielleicht von seiner Familie, vielleicht von einem anderen Piraten, vielleicht sogar wurde ihm der auch noch irgendwie übertragen, noch vorher, noch von jemand anderes, von Joy Boy, er war ja vielleicht der König von dem verlorenen Königreich und er hat ihn vielleicht damals irgendwie das in die Hände gegeben, auch wenn das natürlich zeitlich nicht passt, er muss dann über irgendwie andere Hände noch in Rogers Hände gelangt sein irgendwie. Es ist auf jeden Fall ziemlich magisch, ich kann es mir auch schwer vorstellen, was mit dem Strohhut sein soll. Es ist halt nur so ein Zeichen, also wirklich Strohhutpiraten und auch allgemein, dass er Roger gehörte, dann Shanks gehörte. Also Shanks, das war auch eigentlich sein Merkmal erstmal, dieser Strohhut und diese roten Haare. Und dieser Strohhut steht eigentlich echt für Stärke. Also wenn Roger ihn hatte, danach Shanks und jetzt Ruffy. Also das sind ja alles kranke Typen. Die Frage ist nur, wird er wirklich später noch eine wichtige Relevanz haben irgendwie in der Story? Wird irgendwas Magisches mit dem Hut sein? Also das glaube ich nicht. Ich glaube, wie gesagt, nur der Ursprung des Huts ist irgendwie legendär und dass wir da nochmal vielleicht was zu kriegen, wie der hergestellt wurde, wo er herkommt. Und eine ganz wichtige Frage natürlich, wer bekommt ihn eventuell ganz am Ende von One Piece noch? Also da sind ja die Spekulationen so weit. Wir wissen ja, dieses eine Kind, das Makino bekommen hat und da hatte Oda nur so ein bisschen angeteased. Eventuell ist es Shanks Sohn. Davon gehen halt alle aus. Das war auch mein allererstes Video auf dem Kanal. Vor 2015 oder so habe ich das Video hochgeladen. Shanks Sohn. Auf einer Coverpage haben wir ihn das erste Mal gesehen. Und jetzt haben wir ihn sogar schon ein zweites Mal gesehen. Und die Haare sind halt auch so ein bisschen rötlich so, meiner Meinung nach. Es wurde schon koloriert offiziell und dort kann man das auch erkennen. Und es sieht aus wie ein Junge. Man kann es aber auch schwer erkennen, ob was das jetzt genau ist. Wird auf jeden Fall ziemlich gefeiert dort im Windmühlendorf. Und da ist die Frage, ist das eventuell Shanks Sohn? Und wird er eventuell sogar den Strohhut irgendwann später kriegen? Das ist halt so der erste Gedanke, den er in den Kopf kommt. Aber
aber es wäre halt cool, dass der Strohhut noch weiter eine Reise geht am Ende, obwohl vielleicht das One Piece gefunden wurde, die Welt schon wieder in Einklang ist, aber dennoch einfach Piraten, Marine, dass das noch existiert, diese Fronten, und dass einfach ein neues Piratenzeitalter vielleicht mit Ruffy beginnt, dass er eventuell, ja, auch vielleicht den Strohhut weitergibt. Das wäre natürlich ein richtig, richtig episches Ende für One Piece. Ja, Leute, das waren erstmal die Fragen, die ich für heute einfach so bearbeiten wollte, ein bisschen drüber sprechen wollte. Mir macht das ja immer ziemlich Spaß. Als nächstes kommt ein Fitnessvideo, ansonsten werde ich wahrscheinlich auf Instagram, wäre schön, wenn ihr mir da folgen könntet, weil dann könnt ihr mir auch Fragen stellen, die werde ich dann im Video beantworten. Ich habe jetzt wirklich viele, viele, viele Fragen immer jetzt im Laufe der Wochen immer wieder beantwortet von diesem einen Post, den ich mal gemacht hatte. Da habe ich mich hunderte Fragen bekommen und die bearbeite ich dann immer ein bisschen ab. So auch aktuelles Geschehen, altes Geschehen, Theorien, Ideen, könnt ihr alles da unterschreiben. Ich gehe darauf dann ein, hier in dem Video immer ab und zu. Also ich mache das dann ein oder vielleicht sogar zweimal die Woche. Also das ist ja wirklich schon viel und ich versuche auch wirklich, das ist ja der Content, den ihr einfach besprochen haben wollt. Das ist nun mal so ein Sprachformat hier. Das ist, glaube ich, perfekt, wenn man dann auch noch euren Content, den ihr mir stellt, letztendlich Fragen über die Themen. Also ich habe ja auch One Piece YouTuber damals geguckt, so Kage und so, als ich noch gar nicht angefangen hatte. Der gab es ja schon damals. Und da habe ich selber mir, hätte ich mir sowas gewünscht, so, und da gab es sowas noch nicht so richtig. Also der hat da auch mal seine Podcasts gemacht und so und auch die anderen YouTuber damals. Und man konnte halt nicht richtig so kreativ mitmachen. Und dann finde ich das ganz cool, dass es heutzutage die Möglichkeit gibt mit Instagram und alles mögliche. Leute, egal. Genug geschnackt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.